Fotomorgen, dein Partner für Foto- und Studiozubehör. Auf www.foto-morgen.de. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Dieses Mal geht es darum, wie ich mit Blitzen arbeite. Tutorials zum Thema Blitzen gibt es wie Sand am Meer. Ich habe mir aber überlegt, da ich mich halt schon sehr, sehr viel mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, mache ich das Ganze nochmal aus meiner Sicht. Und deshalb heißt es auch, wie ich mit Blitzen arbeite. Es ist also ein eher subjektives Tutorial, in dem ich euch zeige, wie ich Blitze verwende, die Blitztechnik und aber auch das ganze Thema Lichtsetzung dahinter. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt den Anspruch, absolut vollständig zu sein, werde auch nicht jedes einzelne Knöpfchen und jede Funktion am Blitz erklären, aber all das, was ich brauche, und ich behaupte mal, damit kommen viele schon so ganz gut durchs Leben. Das Tutorial, das wird es auf YouTube kostenlos geben. Und dort werdet ihr jetzt quasi ab sofort, also das ist die erste Ausgabe hier, jede Woche ein Kapitel sehen können. Wer darauf nicht warten möchte oder nicht warten kann, der hat die Möglichkeit, das Ganze auch als Package bei mir im Shop zu kaufen. Also da könnt ihr euch einfach entscheiden, möchte ich das Ganze als Download-Version, dann wird halt ein bisschen Kohle fällig. Dafür könnt ihr das Ganze dann direkt runterladen oder ihr wartet ganz einfach und guckt es euch kostenlos auf YouTube an. Ich arbeite in dem Tutorial hauptsächlich mit Aufsteckblitzen, also es wird sich sehr viel um die kleinen Aufsteckblitze drehen, aber wir werden auch einen kleinen Ausflug in Richtung Studioblitze unternehmen und auch das Thema Porties, also diese tragbaren Studioblitze mit Akkupack, werden wir kurz behandeln. Alles quasi, was ich so verwende. Eine wichtige Frage stellt sich natürlich zu Beginn immer, warum sollte ich überhaupt blitzen? Meiner Meinung nach sollte man nicht irgendwie losgehen und sagen, ja, heute mache ich Blitzbilder. Man sollte schon so ein bisschen genauer wissen, wofür man das einsetzt. Was meiner Meinung nach halt der falsche Ansatz ist, zu sagen, es ist dunkel, ich nehme einen Blitz. Denn einfach nur den Blitz als reine Lichtquelle zu nehmen, das führt halt ganz schnell dazu, dass man diese typischen Überblitzenbilder hat. Ein viel, viel typischerer oder häufigerer Anwendungsfall ist meiner Meinung nach eher der sogenannte Aufhellblitz. Da geht es halt darum, Kontraste zu reduzieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel draußen unterwegs seid, die Sonne scheint und ihr halt Bereiche habt, die sehr dunkel sind, dann könnt ihr die mit dem Blitz aufhellen. Also wenn die Sonne scheint, dann ist es halt ein bisschen schwierig, mit dem Sonnenlicht zu fotografieren, weil natürlich eure Models dann in die Sonne gucken müssen und dann fangen die halt an zu blinzeln und es gibt diese typischen Schlagschatten, also die Probleme, die kennt ihr alle. Dann kann man es halt so machen, dass man das Model eher mit dem Rücken zur Lichtquelle dreht, um dann einfach einen Schatten auf dem Gesicht zu erzeugen. Das ist halt viel angenehmer, aber dadurch wird das Gesicht halt auch dunkel. Und dann kann man das Ganze mit dem Blitz aufhellen. Also das ist so ein typischer, klassischer Anwendungsfall des Aufhellblitzes. Was man aber auch machen kann, und das geht dann mehr so ein bisschen in Richtung Studiofotografie, man kann mit den Blitzen eigene Lichtwelten erschaffen. Das heißt, ihr könnt durch die Wahl des Blitzes und des Lichtformers und die Position des Blitzes oder auch mehrerer Blitze, könnt ihr also eine eigene Lichtstimmung erzeugen. Also von düster mit einer punktuellen Beleuchtung bis hin zu einer sehr, sehr lifestyleigen hellen Ausleuchtung. Das ist also dieses ganze Thema Lichtsetzung im Studio, was ich persönlich auch sehr spannend finde. Und das ist halt so die andere Seite. Das heißt, ich persönlich benutze Blitze in zwei großen Szenarien. Auf der einen Seite der Aufhellblitz, also mit Tageslicht das Ganze zu kombinieren und auf der anderen Seite eigene Lichtwelten im Studio zu erschaffen. Grundsätzlich unterscheide ich erstmal zwischen Lichtmenge und Lichtqualität. Das heißt, in einem Teil geht es erstmal darum, den Blitz so einzustellen, dass er die richtige Menge an Licht abgibt, dass es eine für mich richtige Belichtung gibt. Also dass das Bild halt wirklich anständig belichtet ist, nicht zu hell,
nicht zu dunkel. Da geht es halt darum, zum Beispiel auch den Blitz an das Tageslicht anzupassen. Also da muss man die richtige Intensität und vor allem auch das richtige Verhältnis finden. Man kann den Blitz zum Beispiel auf das gleiche Level wie das Tageslicht bringen. Dann bekommt man ein sehr gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild, was vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick als Blitzbild erkennbar ist. Man kann aber auch Tageslicht und Blitzlicht in ein ungleiches Verhältnis bringen und dadurch zum Beispiel Dramatik erzeugen. Ja, und beim ganzen Thema Lichtqualität, da geht es dann darum, wie erzeugt man Schatten, wie vermeidet man Schatten, welche Arten von Schatten gibt es, was bedeutet weiches Licht, was bedeutet hartes Licht. Da sprechen wir halt auch mal über Lichtformer. Softboxen kennt ihr, ihr kennt Beauty Dish, es gibt aber auch Durchlichtschirme, Reflexschirme. Also da gucken wir einfach mal, was denn so an Lichtformern verfügbar ist. Ja, grundsätzlich ist es halt so, wenn ihr mit dem Blitz arbeitet, dann müsst ihr euch das so vorstellen, dass jedes Foto, was ihr macht, eine Doppelbelichtung ist. Also das heißt, ihr macht einmal eine ganz normale Belichtung über eure Parameter, Blende, ISO, Belichtungszeit. Darüber sammelt ihr das Tageslicht. Ihr kennt das, wenn es halt zu dunkel ist, das Bild, dann verlängert ihr zum Beispiel die Belichtungszeit und sammelt länger Licht. Und dadurch habt ihr mehr Tageslicht. Das ist im Grunde genommen die eine Belichtung. Und die habt ihr ja auch, wenn ihr mit dem Blitz arbeitet nach wie vor. So, und dann feuert der Blitz noch oben drauf und macht halt eine weitere Belichtung an quasi dem Bereich, wo dann halt auch das Blitzlicht hinkommt. Ja, zuletzt noch für die Einführung. Ich werde sehr viel mit dem Blitz von der Kamera entfernt arbeiten. Das nennt man entfesselt Blitzen. Das heißt, der Blitz ist nicht oben auf dem Blitzschuh, sondern er steht irgendwie auf einem Blitzschuh, auf einem Stativ an der Seite. Der Grund dafür ist eigentlich, dass ich gerne die Achse des Lichtes von der Achse der Kamera trennen möchte. Also die Kamera, die guckt in eine Richtung und wenn ich jetzt natürlich den Blitz genauso oben auf der Kamera habe und ich bewege mich, dann ist der Blitz immer genau in der gleichen Richtung. Also ich finde es aber ganz spannend, die Lichtrichtung zu ändern. Das heißt, um einen Schatten zu erzeugen, muss ich den Blitz von der Kameraachse wegbringen. Ja, und das geht natürlich nur, wenn er nicht starr mit der Kamera verbunden ist. Und ja, das nennt man dann halt entfesselt Blitzen. Und das ist auch das, worüber wir uns in erster Linie unterhalten werden. Na, ich werde euch unterhalten, ihr könnt ja nicht zurück unterhalten. Ja? Ich werde euch was erzählen. Ja, so viel erstmal jetzt zu einer ersten Einleitung, damit ihr wisst, was euch erwartet. Wir werden in den letzten Kapiteln auch eine ganze Menge an unterschiedlichen Lichtsetups durchspielen. Da zeige ich euch einfach mal so ein paar Klassiker, wie ich mit Blitz arbeite, wie ich da so meine Setups mache. Aber wie gesagt, im ersten Teil geht es dann erstmal um das ganze Thema Lichtmenge und damit geht es dann auch im nächsten Kapitel weiter.